Hallo und herzlich willkommen in meinem Bastelvideo. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man so eine Naschtüte bastelt. So schön. Die ist aus Geschenkpapier gebastelt und die ist aus ganz normalem bunten Papier gebastelt. Papier oder was man so nehmen kann. Das ist ganz einfach. Das werde ich euch heute zeigen. So, hier habe ich schon Papier, kann man sich eine Farbe aussuchen. Das ist ganz normales Zeichenpapier oder Kopierpapier, was ihr habt. Das ist ganz normales buntes Papier. Ihr könnt auch Geschenkpapier nehmen, wie ich hier gemacht habe, das geht auch. Also was ihr habt. Und in so einer schönen Naschtüte kann man da alles Mögliche reintun. Zum Beispiel Süßigkeiten oder Pommes oder Popcorn, alles Mögliche, was euch gerade so einfällt. So, als erstes nehme ich das ganze Blatt. Und das Beste daran ist, man braucht keine Schere. So, das falten wir jetzt hier in der Mitte einmal. So. Schön in der Mitte. Möglichst treffen, nicht so wie ich. So. Schön in die Mitte treffen. So, dann falten wir das wieder auf. Mal einmal in die Mitte durch. So, dann nehme ich eine Seite, falte die so nach oben und gehe wieder mit dem Finger hier lang. So, jetzt nehme ich die andere, die schräg darüber liegt und falte die genauso. Auch wieder hier an die Mittellinie lang. So. So, und dann habt ihr hier so ein tolles Motiv. So, und das drehen wir jetzt einfach mal um. Das ist jetzt auf dem Tisch liegt. Und dann habt ihr ja die erste Faltkante und die faltet ihr einfach jetzt so zusammen. So, könnt ihr wieder hier drüber gehen. So, und jetzt sieht das jetzt so lustig aus. Wenn ihr das so habt, dann habt ihr es richtig gemacht. So, und dann nehmt ihr hier die Kante und faltet ihr einfach jetzt hier rüber. Das klappt genau drauf. So, und dann nehmt ihr hier die andere Kante und faltet ihr auch hier rüber. So, dann sieht das aus wie ein Dreieck. So, und das war's schon fast. Dann klappt er das Dreieck einfach hier oben auf, wo es so zwei sind. So. Und dann habt ihr die Tüte. Ist schon fertig. Die Spitze noch ein bisschen. Und schon habt ihr eure Naschtüte fertig. Pommes, Naschtüte, was auch immer. Was ihr auch sonst macht. Ich habe jetzt hier was Gutes. Ich zeig's euch mal. Das kann man reinmachen. Machen wir hier. So. Und so sieht die tolle Naschtüte dann aus. Und das ist praktisch für unterwegs oder zu Hause, Kindergeburtstag oder was ihr habt. Ist einfach toll. Klebt nicht. Ist eine tolle Idee, sag ich euch nur. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Das war mein allererstes. Und beim nächsten Mal geht's weiter und mal gucken, was ich mich da einfallen lassen. Vielleicht kommt ja jede Woche ein Video. Mal schauen. Also bis bald. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.